Wir haben 15 Geflüchtete. Angefangen haben wir jetzt ungefähr vor 2,5 Jahren. Die Ausbildungswerkstatt ist aufgrund dieser Tatsache entstanden, dass wir gesagt haben, wir können nicht die Jugendlichen von der Schule direkt auf die Baustelle schicken, sondern wir brauchen eine dritte Institution, wo wir ihnen einen gleitenden Übergang in diese Baustellentätigkeit ermöglichen. Mir ist das, sag ich mal, relativ wichtig, dass die Jungs auch miteinander arbeiten und nicht jeder für sich. Sollte ja nicht so sein, dass man jetzt die Geflüchteten in eine Ecke stellt und die Deutschen in eine andere Ecke, sondern dass das halt permanent Hand in Hand läuft. Bislang haben wir eigentlich recht gute Erfolge. Wir können dieses Jahr auch wieder 5 in Ausbildung nehmen für das Jahr 2018 im Bereich Rohbau, Maler und Elektro. Wir haben Glück, weil wir haben Ausbildung hier. Wenn du bist unberuflich, das ist so schwierig. Wenn du gehst aus dem Büro und dann fragst du den Chef, ich brauche jetzt das, mach Arbeit, dann alles sagt, hast du Berufung oder nicht? Unsere Wohnung ist super. Wir wohnen zusammen 6 Leute. Wir sparen zusammen dort. Nach der Ausbildung, ich mochte erst einmal weiter arbeiten in Erlenbüro. Und danach ich gucke weiter lernen, andere Erfahrungen haben in Erlenbüro, nicht andere Firmen.